So, moin moin, meine lieben Freunde, zur sechsten Folge meines programmierenden C-Tutorials. Wenn ich mich ab und zu verspreche und anstatt C Java sage, keine Angst, ihr seid hier trotzdem in der richtigen Videoreihe. Wir machen das halt beides gleichzeitig in der Uni, ist ein bisschen verwirrend. In der letzten Folge hatten wir die If-Anweisung, jetzt haben wir die Switch-Verzweigung. Und grundlegend haben wir jetzt erstmal hier aufgebaut, dass wir gleich irgendeine Zahl wieder eingeben, die eingescannt wird. Und jetzt kommt es auf die Switch-Anweisung an. Also das Switch ist der Beginn der Verzweigung, in der Klammer steht der Name der Variablen hier. Also Switch steht da immer und in der Klammer kommt dann halt rein, um was für eine Variable wir uns jetzt hier gleich Sorgen machen, nenne ich es mal. Und unsere Variable heißt ja gerade in dem Fall Zahl 1, das kommt dann in die Klammer rein. Und jetzt haben wir dann gleich verschiedene Fälle. Das nennt sich dann Case. Und jetzt zum Beispiel heißt das dann Case, ganz grob geschrieben, Ausdruck 1, Doppelpunkt, Anweisung, Semikolon und Break Semikolon. Das ist dann im Prinzip das, was jetzt eine Case oder eine Switch-Anweisung ausmacht. So, unser Ausdruck 1 wird dann sein zum Beispiel, dass unsere Zahl 1 den Wert 1 hat. Und unsere Anweisung wird dann sein printf 1 zum Beispiel. So, Semikolon und Break. Das Break ist sehr wichtig. Wenn ihr das nicht hinmacht, dann rattert das Programm alles durch, soweit es geht. Und das ist ja eigentlich nicht Ziel unserer Aufgabe jetzt hier. Wir wollen ja nur gucken, dass irgendein Case, also irgendein Fall zutrifft. Werdet ihr gleich sehen, wenn wir jetzt mehrere Fälle hier reinbauen. Ups, C muss man auch mitkopieren. Case 2 und Case 3. Dann heißt hier es hier jetzt mal 2 und das hier 3. Das ist unser Grundgerüst fürs Beispiel aufgebaut. Jetzt starten wir das Programm. Jetzt geben wir eine Zahl ein, nämlich 1, und dann wird der Case 1 ausgeführt. So, wenn wir jetzt 2 eingeben, dann wird Case 2 ausgeführt. Ups, nein. Wenn wir Case 3 eingeben, also die Zahl 3 eingeben, wird Case 3 ausgeführt. So, jetzt natürlich die Frage, was ist denn eigentlich, wenn jetzt gar kein Case davon zutrifft? Da muss man dann auch noch eine Default-Anweisung reinschreiben, Default-Doppelpunkt und dann printf nichts oder irgendwas, was da drin steht, dass man dem Nutzer ausgibt, das ist irgendwie nicht richtig, was du da eingegeben hast. So, zum Beispiel geben wir jetzt Case 5 oder 6 ein, die Zahl 6, und dann steht da nichts, weil halt das Programm geht halt durch, überprüft, ob Case 1 stimmt, wenn ja, führt er aus, wenn nicht, geht er nach Case 2 weiter, wenn das stimmt, führt er aus, wenn nicht, zu Case 3. Und wenn Case 3 auch nicht stimmt, dann führt er bei uns jetzt die Default aus, nämlich das Nichts. Oder was auch immer dann da im Programm drin steht. Wie gesagt, die Switch-Anweisung braucht man nicht ganz oft, weil es viele andere Varianten gibt, die auch ganz praktisch sind. Aber ich denke mal, für den Anfang, zum Beispiel jetzt in der Schule, muss man die Switch-Verzweigung schon kennen. Und die ist jetzt auch nicht schwer, wie ihr gesehen habt. Das war es jetzt, glaube ich, grundlegend zur Case. Verzweigung. Switch-Verzweigung, ich sag mal Case. Und im nächsten Video werden wir die While-Schleife sehen. Das heißt, wir werden auf Schleifen kommen. Das waren ja bis jetzt nur Verzweigungen. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Franek. Tschüssikowski.